Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einfach eine Backmischung in einem Glas oder in einer Flasche herstellt. Backmischungen sind ja total in und man kann sie inzwischen auch ziemlich häufig mal kaufen im Laden. Aber selbstgemacht ist immer besser. So, Backmischungen sind super als Geschenke. Jetzt im Moment steht gerade Weihnachten vor der Tür, aber auch für Ostern oder einfach mal so zwischendrin kann man jemandem mit einer Backmischung wirklich eine schöne Freude machen. So, und wem das zu langweilig ist, dem kann ich dann hier gleich noch sagen, es wird auch Werbung geben. Also, bleibt dran! Ich wurde von meiner Firma vor die Aufgabe gestellt, eine Backmischung für ein Glas oder eine Flasche zu entwickeln. Und da ich sowieso dabei bin, habe ich gedacht, ich mache das mal so, dass ihr gleich seht, wie das geht, denn dann könnt ihr das auch machen. Und damit es nicht zu langweilig wird, kommen hier jetzt gleich so ein paar Komplikationen, die mir diese Aufgabe etwas schwerer gemacht haben, denn es sollte ja nicht irgendeine Backmischung sein, es hat ja seinen Zweck. So, es gibt unendlich viele Rezepte für Backmischungen, aber diese spezielle Backmischung musste ein paar Kriterien erfüllen. Punkt Nummer 1. Sie musste passen in ein 1-Liter-Gefäß. In diesem Falle speziell in diese eine Flasche. Die Form habe ich übrigens mitentwickelt, ja? Natürlich passt diese Backmischung auch in ein normales anderes Literglas. Wie gesagt, Liter. Sie musste passen auf 1 Liter. Die nächste Hürde war, in eine so eine Flasche musste als Zutat 250 Gramm Puderzucker und 50 Gramm Kakao reinpassen. So, das ist jetzt ziemlich ungewöhnlich. Das liegt daran, dass wir arbeiten ja mit Nordzucker zusammen. Und Nordzucker meldete sich bei uns und sagte, ja, also sie möchten gerne den Kakaopuderzucker aus dem Sortiment nehmen, ob wir nicht die restlichen, ich glaube, über 14.000 Pakete abnehmen würden. Und da wir ja nun eine partnerschaftliche Beziehung haben, habe ich gesagt, oh, klar machen wir das. Das heißt, ich muss jetzt 14.000 Packungen loswerden. Das heißt also, in jede Flasche soll eine Packung Kakaopuderzucker reingehen. Da es den nach irgendeiner Zeit nicht mehr geben wird, kann man das natürlich immer ersetzen mit 250 Gramm Puderzucker und 50 Gramm Kakao oder 250 Gramm Zucker und Kakaozucker. Also dieses Rezept ist auch danach, wenn es diesen Kakaopuderzucker nicht mehr gibt, immer noch gültig. Die nächsten Kriterien sind eher eine persönliche Sache, denn ich habe mich schon viel mit Backmischungen beschäftigt, weil ich bin ja hier im Gläser- und Flaschen-Business und da stolpert man über sowas immer wieder. Und es gibt Rezepte für Backmischungen wie Sand am Meer. Und das Schlimmste, was ich jemals gelesen habe, war eine Backmischung, wo es sagt, fügen Sie ein paar Safranfäden zu. Also mal ganz ehrlich, wer hat denn Safranfäden zu Hause? Das heißt, meine Backmischung soll so sein, dass man die Zutaten leicht bekommen kann. Genau. Das nächste Kriterium ist für den, der es geschenkt bekommt oder die. Denn Leute, die Backmischungen bekommen, sind bei mir zum Beispiel meistens Leute, die gerne Kuchen essen, aber nicht gerne backen. Das heißt, für die muss es wirklich einfach sein, so eine Backmischung zum Kuchen zu machen. Das heißt also auch da sollen die Zutaten für den Teig so sein, dass man sie möglichst schon im Haus hat. Und dann kommt das nächste Kriterium. Ich wollte für meine Backmischung, dass man sie mit dem Löffel rühren kann. Denn ich habe schon gehabt, dass ich jemandem sowas geschenkt habe und er gesagt hat, du, ich habe gar kein Handrührgerät. Oder, noch schlimmer, ich habe ein Handrührgerät, aber ich benutze das nie. Okay, also meine Backmischung sollte vom Teig her so sein, dass man sie einfach mit dem Löffel zusammenrühren kann. Und das habe ich auch geschafft. Kommen wir zu den Zutaten. Wir brauchen 300 Gramm Kakaopuderzucker oder alternativ 250 Gramm Puderzucker und 50 Gramm Kakao oder 250 Gramm Zucker und 50 Gramm Kakao. Ich musste jetzt tatsächlich Puderzucker mit Kakao mischen, weil der LKW mit dem Kakaopuderzucker ist noch nicht angekommen und unserer war ausverkauft. So, also einmal das. Dann brauchen wir 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver. Ich benutze übrigens immer Weinstein, weil ich Backpulver nicht so gerne mag. So, und die letzte Zutat sind
150 Gramm Zutaten der Wahl. Das heißt, man kann karamellisierte Haselnüsse nehmen oder jegliche Art von Nussstückchen. In dem Falle nehme ich jetzt hier Chocolate Chunks, weil ich weiß jemanden, der das fürchterlich gerne mag, deswegen nehme ich das. Aber 150 Gramm und dann das, was man gerade möchte. Und nicht zu vergessen, ein halber Teelöffel Salz. Das ist ganz wichtig, weil das gibt dem Kuchen so ein bisschen den Kick. Dann fangen wir an mit der Zubereitung. Wir nehmen uns als erstes das Mehl und füllen dort rein das Salz, den Vanillezucker und das Backpulver. So, und das wird erstmal schön vermischt. Kann man auch mit dem Schneebesen machen, ist vielleicht ein bisschen besser. Habe ich jetzt im Moment nicht zur Hand. Also, ich mische das hier schön und damit fangen wir dann auch gleich an einzufüllen. Jetzt geht es darum, diese Zutaten dekorativ in diese Flasche reinzuschichten. Und da gibt es so ein paar Tricks dabei. Also, ich hoffe, ich kriege das jetzt aus dem Stand hin. Wir werden sehen. Das erste ist klopfen. Das heißt, wenn wir das einfüllen, was ich hier jetzt machen werde, ich werde jetzt anfangen mit Mehl. So, Trichter übrigens, sehr sinnvoll für sowas. So. Es ist übrigens als erstes immer sehr sinnvoll, sich zu überlegen, in welcher Reihenfolge man was machen möchte. So, ich mache jetzt erstmal das Mehl. So, und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt, nämlich das Klopfen. Ich mache das hier mal weg, damit man es vielleicht ein bisschen besser sieht. Dazu nimmt man sich, ich habe hier ein dreifach gefaltetes Küchentuch, und dann klopft man es so runter. Das hat einen Sinn, denn jetzt drückt sich das Mehl runter und das verursacht, dass die nächste Schicht, die da drauf kommt, sich nicht so leicht mit dieser Schicht hier vermischt. Plus, dass man sonst nicht alles in die Flasche reinkriegt. Das heißt also immer füllen, klopfen. So, wir gehen jetzt über zu Brauen. So. Bevor ich jetzt diese wunderbaren, schönen Chocolate Chunks reinfülle, muss ich etwas sagen, denn die vermischen sich leicht mal mit dem Rest. Ich werde das jetzt so machen, ich habe jetzt hier eine schöne weiße Schicht, ich tue jetzt die rein. Wenn man sie ein bisschen nach außen kriegen kann mit dem Löffel, ist das ganz gut. Das ist bei einer Flasche natürlich nicht so ganz einfach. Aber damit muss man halt leben, weil die Hälfte versinkt jetzt erstmal ein bisschen. So, ne? Und das, was ich jetzt da oben drauf tue, das wird natürlich auch etwas reinlaufen. Ich werde jetzt eine braune Schicht drauf machen, weil dann denke ich, das vertuscht es ein bisschen. Und dann schichten wir einfach fröhlich weiter. Geht mal. Sieht ein bisschen nicht aus. Jetzt wird es spannend. Kriege ich alles rein, ja oder nein? Sieht gut aus. Ich finde, das sieht gut aus. Pass auf. Ja. Können wir gucken, ob ich gut gearbeitet habe oder nicht. Mit Klopfen kann man es lösen, tatsächlich. Wir werden sehen. So, jetzt bin ich stolz auf mich. Es hat tatsächlich alles super angepasst. Klaus, guck mal, ist doch super, oder? Ja. So, und Deckel drauf. So, das ist sie also jetzt, die Backmischung im Glas. Sicherlich kann man sie auch etwas einfallsreicher gestalten, weil zum Beispiel man könnte auch 50 Gramm Schokoladenstückchen und 100 Gramm Haselnüsse nehmen und die Haselnüsse dann woanders reintun. Man kann übrigens auch die Nüsse zum Beispiel mit dem Mehl mischen, so dann sieht das so ein bisschen anders aus halt, weil es dann ein Stückchen drin hat. Aber das ist jetzt so die mittelprächtig einfallsreiche Variante davon. So, aber damit ist das ja nur eine nackte Backmischung. Das heißt, der das Geschenk kriegt, muss natürlich wissen, was er damit machen soll. Das gehört traditionell auf ein Kärtchen, was man an der Flasche befestigt.
Ich werde euch jetzt sagen, was da alles mit rein muss und den Text dürft ihr dann selbst schreiben. Also es ist eine Backmischung für einen Schokokuchen. Die Zutaten, die man dazu braucht, sind 150 Milliliter Öl, 50 Milliliter Flüssigkeit, das heißt Milch oder Sahne, und 3 Eier. Das heißt, es sind alles flüssige Zutaten, die noch dazu müssen, und das war's. Die Gebrauchsanleitung muss beinhalten, dass man die gesamten flüssigen Zutaten in eine Schüssel tut, die groß genug ist, das etwas vermischt, dann die gesamte Backmischung da reinkippt und das wieder vermischt und schon hat man den Teig. Vorher muss natürlich der Ofen vorgeheizt werden auf 160 Grad. Dann kann man eine Backform seiner Wahl nehmen. Das heißt, man kann eine 26er Runde Backform nehmen oder eine 28er, dann wird er halt nur ein bisschen flacher. Oder Muffinform oder was auch immer. Ich würde bei diesen größeren Kuchen empfehlen, dass man bei ungefähr 35 Minuten eine Stäbchenprobe macht und dann im 5-Minuten-Takt, bis der Teig in Ordnung ist. Und wenn man kleinere Formen hat, eben ein bisschen früher. So, und das ist alles, was auf die Karte muss. Da wir ja aber als Firma nun ein Set gemacht haben, haben wir uns gedacht, für die Leute, die das wirklich einfach haben wollen, machen wir natürlich gleich einen Flyer. Nur diesen Flyer gibt es noch nicht. Er ist gerade in der Mache. Ich habe schon erste Entwürfe gesehen. Ganz toll. Da habe ich mir Folgendes ausgedacht. Tada! Ein Probeflyer. Es ist ein Steffi kocht ein Flyer mit Steffi drauf, wie man sieht. Und der hat dann, abgesehen von der Gebrauchsanweisung, wie man die Backmischung macht, hat er ein Teil mit Etiketten. Ich werde das jetzt mal anschaulich darlegen, wie das geht, weil Klaus nämlich bis vorhin noch gesagt hat, dass er überhaupt nicht weiß, was ich meine. Ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Hier ist bereits Backmischung im Glas drauf mit einem Zeichen, dass hier das Loch gemacht wird. Und dann wird einfach das Etikett ausgeschnitten. So. Okay. Und dann wird das nämlich gefaltet. So. Guck mal. Backmischung für Schokokuchen. Aufgeklappt und dann steht hier, wie derjenige, der das geschenkrecht damit umgeht. Und hier ist ein Zeichen, wofür man das Loch macht. Dafür nimmt man nämlich dann einfach ein Locher. Guck mal. Ich hätte eine Bastelfee werden müssen und habe dann ein Loch. Mitten in meiner Schrift, das wird natürlich bei uns besser dann gemacht, dann wird eine im Set enthaltenes Textilschlaufe genommen, die natürlich dann hier durchgezogen wird und die elastisch ist, weil man die nämlich dann, das ist natürlich jetzt nur Papier, ich hoffe, das reißt mir jetzt nicht, einfach hier dran macht. Guck mal, Klaus, das ist doch einfach, oder? Ganz so, wie sie meine Lippe verstanden. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst, also ehrlich. So, das heißt, das war jetzt ein Witz, er hat es nämlich verstanden. So. Sogar er hat es verstanden. So, und dann ist die Backmischung nämlich schon fertig. So, also so habe ich mir das gedacht. Und da kommen wir doch gleich mal zum Set. Unser Set beinhaltet 4 Flaschen davon mit natürlich 4. Klaus will irgendwas von mir, was willst du denn von mir? 4 Flaschen. 4 Flaschen. Guck mal hier. 4 ganze Flaschen. Ja. Mit entsprechenden Deckeln. Wir üben noch mit der Werbung, wie ihr merkt. Also mit 4 entsprechenden Deckeln. Hier 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Blue Seal Deckel, die wir selbst haben machen lassen mit unserem Partner zusammen. Holzdekor und gute Dichtung. Und dann gibt es dazu natürlich die 4 Etiketten mit einem wunderbaren Steffi-Flyer, wie man sieht hier. Steffi-Flyer. Und dann jetzt für die Weihnachtszeit gibt es noch ein Täschchen pro Flasche, 4 Stück dazu. Und damit man das dann auch wirklich einfach wunderbar verschenken kann. So, nämlich. So. Und sollte es dieses Set mal irgendwann nicht mehr geben, wird es das in abgewandelter Form immer geben. Und wenn jemand dieses Set nicht kaufen möchte, das muss man natürlich nicht, kann man diese Backmischung in jedem Liter Glas seiner Wahl machen. Das heißt also, ihr seid davon überhaupt nicht abhängig, irgendwas hier zu kaufen, sondern das kann jeder einfach machen. So, ich packe das jetzt weg, damit ich mich anständig verabschieden kann. Und jetzt hat mich Klaus so durcheinander gebracht, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass dieser wunderbare Multitrichter, den ich übrigens auch ersonnen habe, weil nämlich jede einzelne Stufe hier genau auf die Twist-Off-Gläser passt, bis zu Theo 48,
Diesen Trichter, den kriegt man natürlich im Set auch. Allerdings ist er da nicht so dreckig. So. Also, das war jetzt eine leichte Anleitung für eine Backmischung im Glas. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.